Nicht nur bei Facebook sollten sich die Nutzer darüber informieren, was mit ihren persönlichen Daten passiert. Auch bei anderen sozialen Netzwerken oder Diensten, die dem Web 2.0 zugeordnet werden, ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. Der Nutzer hat am ehesten die Kontrolle über seine Daten, wenn die Plattform Privatsphäre-Einstellungen anbietet, darauf hinweist und keine Einstellungsmöglichkeiten versteckt. Schwierig wird es allerdings, wenn der Nutzer Vorteile daraus ziehen kann, dass sein Profil so detailliert wie möglich ist. Also je mehr Informationen preisgegeben werden, desto besser ist es für den Nutzer. Bei Xing beispielsweise ist dies der Fall. Xing ist eine Online-Plattform für Mitglieder, die ihre beruflichen Kontakte pflegen oder neue gewinnen möchten. Da im beruflichen Kontext ein prall gefüllter Lebenslauf oftmals als positiv wahrgenommen wird und einige Arbeitgeber auch Xing nutzen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren, füllen viele Mitarbeiter bei Xing ihr Profil möglichst detailliert aus. So werden persönliche Daten, Ausbildungsweg, Berufserfahrungen, Referenzen und Auszeichnungen, andere Profile von sich im Web und Kontaktmöglichkeiten beschrieben. Es werden daher häufig mehr persönliche Daten bei Xing gespeichert als bei Facebook. Ist das Profil nun öffentlich, können Suchmaschinen die Profile finden, sodass alle persönlichen Daten, Kontaktlisten, Aktivitäten sowie der geschäftliche Standort angezeigt werden, ohne dass der Suchende bei Xing registriert sein muss. Außerdem werden die Kontakte, die man hat, über jeden kleinen Schritt benachrichtigt, zum Beispiel, wenn man einer Gruppe beitritt, ein Unternehmensprofil abonniert hat oder einen Beitrag als interessant markiert hat und so weiter. Im Vergleich zu Xing ist Twitter im Kontext Datenschutz problematischer. Während der Nutzer bei Xing die Möglichkeit hat, die Kontrolle über eigene Daten zu haben und selbst bestimmen kann, welche Informationen öffentlich zugänglich sein sollen, ist dies bei Twitter weitaus schwieriger. Twitter lebt davon und verheimlicht auch nicht, dass Drittanbieter in großem Stil Zugriff auf die Daten der Nutzer haben. Solche Daten können die Tweets selbst, also die Kurznachrichten, der Zeitpunkt, Ort, die Zeitzone und Benutzernamen sein. Der Nutzer selbst kann wenig dagegen tun. Hier gibt es also nicht die Möglichkeit, wie bei Facebook oder Xing, bestimmte Einstellungen vorzunehmen und die eigene Privatsphäre in gewissem Maße zu wahren. Des Weiteren verwendet Twitter die sogenannten Tracking-Cookies. Was genau unter einem Cookie verstanden wird, habt ihr in der ersten Sitzung erfahren. Der Hintergrund der Tracking-Cookies ist, dass Twitter Tailored Suggestions, also für den Nutzer zugeschnittene Empfehlungen, geben möchte. Dafür muss Twitter jedoch die Interessen der Menschen kennen. Genau das wird durch die Tracking-Cookies versucht. Auf vielen Websites findet ihr Social-Buttons, die man verwenden kann, um Inhalte auf der Website zu teilen und entweder bei Facebook, Xing oder Twitter zu veröffentlichen. Klickt man nun auf den Button von Twitter, um Texte, Videos oder Bilder zu teilen, aktiviert dieser nun ein Skript, das einen Cookie weitergibt. So weiß Twitter, auf welcher Webseite sich der Nutzer gerade befand. Twitter weiß dann, dass sich Nutzer eher vorwiegend auf der Webseite von der Hatz bewegen und weniger auf der Webseite von Neon und kann dann Twitter-Nutzer vorschlagen, die ähnliche Interessen haben. Dieses Vorgehen soll dabei helfen, Twitter-Nutzern interessante Dinge zu empfehlen. Diese Sammelaktion von Twitter kann man unterbinden, indem sogenannte Do-Not-Track-Header-Felder, kurz DNT, welche einige Browser anbieten, verwenden. Bei Twitter gehen also auf verschiedenste Weisen sehr viele Daten über Nutzer ein. Solch eine umfangreiche Datenbank lockt Menschen an, die aus verschiedensten Gründen versuchen, diese Daten zu klauen. So gab es bereits verschiedene Attacken auf Twitter. Passwörter wurden geknackt oder Phishing-Attacken gestartet. Daher sollten auf der einen Seite vor allem Nutzer besonders darauf achten, ihr Passwort gut zu schützen und die Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen. Auf der anderen Seite sollten die Websites, die das Teilen ihrer Inhalte auf Twitter durch einen Share-Button erlauben, ihre Nutzer über das Tracking-Cookie aufklären. Auf Flickr können Nutzer ihre Bilder hochladen und teilen. Damit nicht alle Bilder für jeden sichtbar sind und auch private Urlaubsfotos hochgeladen werden können, bietet Flickr Privatsphäre-Einstellungen an. Du kannst also bestimmen, ob Bilder für jeden sichtbar sind oder nur du selbst auf sie zugreifen kannst. Es kann allerdings für den Nutzer anstrengend sein, immer wieder Einstellungen bezüglich der Zugriffsrechte zu machen. Eine neue Funktion namens GeoFences soll dies vereinfachen. Mit GeoFences können die Nutzer bis zu 10 Areale auf einer Karte festlegen, zum Beispiel zu Hause oder Uni, und zu jedem dieser Areale festlegen, wer die Bilder sehen darf. Man kann zum Beispiel sagen, dass nur die Familie die Fotos von zu Hause sehen darf, aber kein anderer Flickr-Nutzer. Damit diese Funktion funktioniert, müssen jedoch alle Fotos Ortsangaben haben.
Flickr möchte damit Hilfestellungen für die Privatsphäre-Einstellungen der Nutzer geben, falls die Nutzer vergessen, beispielsweise die Freigabeeinstellungen anzupassen. Ein weiteres Problem ist, dass Flickr Yahoo gehört und somit denselben Datenschutzbestimmungen unterliegt. Wenn Yahoo-Dienste genutzt werden, so werden automatisch technische Informationen in sogenannten Server-Log-Dateien erhoben und gespeichert. Dabei handelt es sich vor allem um die IP-Adresse und Daten, die über Cookies gesammelt werden. Außerdem werden technische Informationen über die Software und Hardware, zum Beispiel das Betriebssystem, sowie die aufgerufenen Seiten gesammelt. Die drei Beispiele zeigen, fast alle Plattformen sammeln fleißig Daten über Cookies und Log-Dateien. Wie viele Informationen die Nutzer in ihren Profilen außerdem freigeben, ist jedem selbst überlassen. Jedoch sollte man immer die Datenschutzerklärungen durchlesen und die Privatsphäre-Einstellungen nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.